Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Ich bin Random Life und ich freue mich, dass ihr heute wieder zu mir gefunden habt. Dieses Video ist das Abschlussvideo meiner Polenreise mit dem Alessandro und wir haben sehr viele Dinge gesehen. Leider hatten wir nur 4 Tage Zeit für diesen wunderschönen Trip und insbesondere möchte ich euch heute das sogenannte Führerhauptquartier vorstellen, aber auch natürlich die anderen Dinge, die wir im Vorfeld gesehen haben, wie die Oberschleuse Fürstenau und natürlich auch dieses Haus von Eva Braun. Und schaut euch gerne meine anderen Videos dazu an. Ihr bekommt auf jeden Fall einen sehr guten Überblick über diese Polenreise. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung bei diesem Video. Hallo meine Freunde, ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns heute in der sogenannten Wolfschanze. Das war der Bereich bzw. das Areal, wo Adolf Hitler vor über 80 Jahren den Russlandfeldzug geleitet hat. Und die gesamten Bunkeranlagen schauen wir uns heute an. Und wenn wir Glück haben, kommen wir auch in den Führungsbunker von Adolf Hitler rein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Möglichkeit heute besteht. Und vielleicht kriegen wir auch einen Einblick in das Attentat von Stauffenberg auf Adolf Hitler, das ja nicht geklappt hat. Aber vielleicht gibt es die Baracke 6 noch. So viel haben wir schon mal rausgefunden. Und schaut euch mal an, selbst die Schienen sind noch vorhanden. Ja, und über diese Schienenanlage wurde damals tatsächlich wirklich Wichtiges transportiert. Unter anderem gab es hier den sogenannten Amerika-Zug. Das war ein Zug, der bestand ungefähr aus 15 bis maximal 17 Wagen mit einer Doppelbespannung und einem Sardonenwagen für Hitler. Natürlich ist der Zutritt zu den Ruinen streng verboten. Selbst nach über 80 Jahren besteht ja die Möglichkeit, dass die tonnenschweren Steine bzw. Betonbrocken sich noch verschieben. Natürlich nicht. Und schaut mal, hier ist so ein Schutzlack, so ein Tarnlack drauf, damit man die ebene Struktur der Steine abgedeckt hat, damit man von oben von einem Flugzeug die Bunker schwieriger entdecken kann. Ist so ein bisschen Moos oder ähnlichen nachgeahmt. Schaut euch mal an, wie groß diese Formationen sind. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Und hier ist wirklich alles voll. Die meisten Bunker wurden gesprengt, einige aber nicht. Welche verrate ich euch aktuell noch nicht. Müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wenn man hier auf das Gelände kommt, empfängt ein riesiges Plakat und mit einer Legende. Und wir haben auch schon gefunden, die Lagerbaracke ist die Nummer 3. Und da hat das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 stattgefunden. Und wir gucken uns da mal an. Der Rundgang ist, wenn man den großen nimmt, 1,8 Kilometer. Und der kleine ist 1,3 Kilometer lang. Dies sind die Büro- und Dienstgebäude des Reichsarbeitsdienst, auch abgekürzt als RAD. Auch bei uns in Nordrhein-Westfalen haben wir einige Gebäude, die vom Reichsarbeitsdienst erstellt und errichtet wurden und auch genutzt wurden. Und das Besondere, ursprünglich war dieses Gebäude aus Holz und man hatte dann hier die Ziegelumrandung drumherum gebaut und eine verstärkte Stahlbetondecke eingezogen, die allerdings im Laufe der Zeit eingebrochen ist. Und das ist das, was noch über ist. An dieser Stelle stand die Baracke für Besprechung des Führungsstabs.
Am 20. Juli 1944 wurde in der Lagerbaracke ein Attentat auf Adolf Hitler durchgeführt, denn der Stabschef beim Befehlshaber der Einsatzheeresgruppe Klaus Schenk von Graf von Schaufenberg hatte hier eine Bombe platziert, direkt neben Adolf Hitler. Und eigentlich war sie ausreichend dimensioniert, so sah das damals aus. Aber durch mehrere Ereignisse ist damals Adolf Hitler nicht ums Leben gekommen. 4 Personen kamen ums Leben, 11 Personen wurden verletzt. Adolf Hitler selbst hat nach Überlieferung ausschließlich ein geplatztes Trommelfell und einige Schrammen. Die Anlage wurde natürlich danach gesprengt. Hier gibt es sogar noch ein Schild. An diesem Ort hat Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, am 20. Juli 1944 die Aktentasche mit der Bombe deponiert. Also hier muss dieser große Tisch gestanden haben. Und der Tisch und die offene Bauweise von dieser Baracke haben dazu geführt, dass die Explosionskraft nicht wie eigentlich geplant, es sollte ja eigentlich in so einem Bunker da vorne stattfinden, wo keine Fenster sind, die Explosionskraft nicht in alle Richtungen gehen konnte, halt durch die Fenster nach außen gegangen ist. Die Explosionsdruckwelle, die Splitter, die konnten aufgrund des massiven Tisches nicht an Adolf Hitler ran. Und deswegen hat er tatsächlich extremes Glück gehabt und ist nur minimal zu Schaden gekommen. Und wir befinden uns hier an diesem Ort, wo das Attentat stattgefunden hat. Unvorstellbar. Welch historische Stätte wir hier gerade betreten. Und sie ist frei zugänglich. Kein Problem, hier hinzugehen. Hier sehen wir eine ziemlich schwere Metallplatte. Wir haben natürlich auch Taschenlampen mit dabei. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Schaut mal da rein. Also schon extrem spannend, wo wir uns gerade befinden. So, das ist die ehemalige Barackendecke. Da vorne stehen sogar noch Fenster und so weiter. Und ihr seht, das sind natürlich keine Stärken, die man früher für Bunker eingesetzt hat, sondern das ist tatsächlich nur eine Baracke, wo auch Fenster vorhanden waren. Das ist die Außenwand, die ist umgekippt. Das ist das Dach, was runtergekommen ist. Und hier finden wir noch etliche Steine. Um euch das ein bisschen verständlicher zu machen, was damals passiert ist. Das hier ist die ehemalige Lagerbaracke. Ich zeige euch die mal von nahen. Und die Nummer 1, das war Adolf Hitler, der stand genau in der Mitte von dem Besprechungstisch. Und so ein Tisch hat natürlich auch mal Füße, die sind hier gestrichelt eingezeichnet, links und rechts. Und die Bombe, da dieses kleine Paket mit dem Pfeil dran, ist genau hinter diesen Füßen. Und das sind ungefähr laut Angabe hier 2,5 bis 3 Meter. Das bedeutet, der Tisch muss locker mal 8 Meter lang gewesen sein. Und auf jeden Fall anders als auf dem Foto, gerade auf der anderen Zeichnung. Das bedeutet, das wird wahrscheinlich entweder ein Foto davor oder danach gewesen sein, weil diese Lagerbaracke war vorher aus Holz. Und höchstwahrscheinlich war das Bild, was ihr gerade gesehen habt, die Lagerbaracke aus Holz. Und später hatte man dann die Betonumrandung gemacht, sodass er ein wenig verstärkter war. Natürlich nicht Bombentreffer geeignet, aber auf jeden Fall deutlich verstärkter. Und die Fenster könnt ihr sehen, oben und unten bei der 3 ist die Tür. Und wenn man sich das hier mal durchliest, 8 Uhr, Stabschef des Oberheeres, Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, sein Adjutant, Oberleutnant Werner von Heften, fliegen vom Flugplatz Rangsdorf bei Berlin zur Lagebesprechung zum Führerhauptquartier Wolfschanze. 10.15 Uhr, das Flugzeug landet auf dem Flugplatz Wilhelmsdorf bei Rastenburg. Von dort aus fahren Stauffenberg und Heften mit einem Kurierauto zum Hauptquartier. Stauffenberg hat in seiner Aktentasche 2 Bomben mit chemischen Zeitzündern. 11.30 Uhr,
Verhaftung bei Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel. 12.20 Uhr, mit Hilfe eines Adjutanten macht Stauffenberg eine der beiden Bomben scharf. Für die andere hat er leider keine Zeit und übergibt sich damit zur Lagerbaracke. Dort stellt er die Aktentasche mit der Bombe auf den Tisch, 2,5 bis 3 Meter rechts von Hitler. 12.35 Uhr, unter dem Vorwand, schnell telefonieren zu müssen, verlässt Stauffenberg die Lagerbaracke. Sein Adjutant erwartet ihn mit einem Dienstwagen. Sie übergeben sich zur Wache Süd, um das Hauptquartier zu verlassen. 12.42 Uhr explodiert die Bombe. 4 Personen werden tödlich verletzt. Eine davon stirbt am selben Nachmittag, die anderen später im Lazarett. Hitler erleidet nur leichte Verletzungen. 12.45 Uhr, Oberst Stauffenberg und sein Adjutant passieren die Wache Süd und fahren zum Flugplatz. Das Flugzeug startet in Richtung Berlin. So sah das damals aus. Hermann Göring und Reichsleiter Bormann bei der Besichtigung. Komplett zerstörter Lagebesprechungsraum. Und hier Mussolini, den er gerettet hatte aus dem Exil, besichtigt die zerstörten Räume. Auf jeden Fall spannend, was hier damals passiert ist. Und wir gehen weiter. Also Leute, wichtig, dass man sich auch immer selber ein bisschen informiert. Wenn man einfach nur von diesem Schild, von dieser Plakette ausgeht, dann hätte man denken können, dass genau an dieser Stelle die Bombe platziert wurde. Aber damit ist das gesamte Areal gemeint. Und auf dem Bild wird ziemlich gut deutlich, wo ungefähr in dieser Baracke die Bombe platziert wurde. Wir gucken uns jetzt mal die andere Seite an. Schwierig zu sagen, ob das damals das Fenster war oder die Tür. Aber wir gucken uns mal an, ob wir das irgendwie herausfinden können. Ah, okay, das ist der Eingang. Das bedeutet die untere Seite auf dem Bild, die wir gerade gesehen haben. Und hier sehen wir noch die originale Tür. Wie ihr seht, eine normale Stahltür oder Eisentür. Ein Heizkörper ist sogar noch da vorne. Und das sieht fast so aus, als ob man die dieses Gemäuer hingelegt hat als Barrikade und dass man da nicht rübergehen soll. Ups. Und hier das Fenster. Oh, das ist ordentlich stabil. Leute, das ist ordentlich stabil. Das hat sicherlich einige Splitter und auch Gewerbeschuss ausgehalten. Hier der Heizkörper. Ein Rohr kann ich erkennen. Hier ist der Eingang. Und Leute, stellt euch einfach mal vor, wie viele Menschen hier damals über diese Schwelle gegangen sind und in die Baracke rein. Also ähnlich krass wie vielleicht Nürnberg, die Reichsparteitaggelände, ist hier der Eingang von dieser Arbeitsbaracke. Alles original. Natürlich zerstört, aber alles Originalrelikte. Und hier haben wir noch ein Bild. Die Frage ist, ob das hier der originale Eingangsbereich ist. Dann würde wahrscheinlich die Tür nicht passen. Ich guck mal, ich habe gerade gar nicht geguckt, wie groß die Leute gewesen sind. Also ich hätte mir hier auf jeden Fall die Birne eingestoßen. Von daher, die Tür scheint nicht original zu sein, würde ich mal behaupten. Ja, man muss immer gucken, ob die Sachen stimmen. Ne? Also wir haben jetzt hier noch mal ein schönes Foto. Also diese Fenster oder mit diesem Beschlag da vorne, die hier sind ja viel kleiner. Das bedeutet, es ist 100% kein Original. Und auch die Tür. Also ich glaube nicht, dass ein Adolf Hitler oder wie auch immer sie hießen, sich geduckt haben, als sie in irgendwelche Bracken gegangen sind. Auch wenn die vielleicht damals ein paar Zentimeter kleiner sind. Ja, so, und was haben wir hier? Die Nummer 6. Schaut euch mal diese Deckenstärke an. Das sind locker 2,5 Meter. Unvorstellbar. Unvorstellbar riesig. Schaut euch mal das an. Unvorstellbar. Was meinst du, wie groß der war? Adolf?
1,73? Nee, 1,75. 1,75, ja, wäre ich dann da dran. 1,75, also 5 cm, dann kommt er da gerade so durch. Und ich glaube, daran glaube ich nicht, dass man ihn gerade so eben dadurch schlüpfen hat lassen. So, jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier niemanden... Boah. Mach das nicht zu Hause nach. Boah. Ach, wir hätten von der anderen Seite ganz einfach reingehen können. So, und schaut mal hier, die Stürze bzw. die Eingänge sind ja deutlich, deutlich größer. Deswegen passte das definitiv nicht mit der Tür. Jetzt haben wir leider nicht geguckt, wem der Bunker gehört. Wow. Wow, schaut euch das mal an. Was für enorme Kräfte hier gewaltet haben müssen. Und hier ist sogar noch extra für uns eine Treppe eingebaut. Boah. Unvorstellbar, Leute. Ups, Disco-Strobo. Mal gucken, ob es sich lohnt, dahin zu gehen. Ich glaube aber nicht. Bestimmt 6-7 Meter. Was man damals an Aufwand betrieben hat, um einige Menschen zu schützen. Unvorstellbar. Und da ist schon wieder der Ausgang. Also, so ein Bunker ist eigentlich relativ unspektakulär, weil er ist einfach nur eine Betonverschalung mit einer mega dicken Decke und natürlich auch mega dicken Wänden. Und viel mehr ist das eigentlich nicht. Ja, also relativ unspektakulär. Aber die Geschichte dahinter ist natürlich extrem spannend, weil wir wissen ja, wer hier in diesen Bunkern befehligt hat. Und von hier aus wurde der Russlandfeldzug befehligt, sprich Operation Barbarossa. Und deswegen macht es die Anlage so interessant. In Summe gibt es auf jeden Fall spannendere Bunker, aber wenig mit so einer krassen Geschichte. Wow. Und wenn die Zeit gleich erlaubt, dann werden wir uns solche Bunker noch in einem perfekten Zustand anschauen, wo wir auch reingehen können. Und da zeige ich euch mal, wie die Funktionsweise von diesen Bunkern war. Wer war hier drin? Gästebunker. Gästebunker. Gilt als drittwichtigstes Objekt in der Zone 1. War für offizielle Gäste der Wolfschanze, die zu Besuch kamen. Und wie dick war die Decke? Also Ausmaße 45 x 23. 7 Meter, Leute. Die Decke war 7 Meter dick. Kann man sich nicht ausdenken. Unvorstellbar. Und es steht heute noch da. Und es wird wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch da stehen. So, spannendes Lifehack. Hier an diesen Ösen waren damals die Tarnnetze aufgehangen. Die waren bis oben hingespannt. Vielleicht seht ihr es, da oben gibt es auch Ösen. Und dann hatte man hier die Tarnnetze runtergespannt. Mal gucken, was wir hier drin haben. Das war wahrscheinlich für die Kabel. Die Kabel. Hier in diesem Bauwerk war der Stenografendienst untergebracht und es gab einen Vorfall zwischen Adolf Hitler und General Jodl, der angeblich einen Befehl fehlerhaft interpretierte und deswegen gab es eine sehr schwere Niederlage an der Ostfront und deswegen ordnete Adolf Hitler an, ausnahmslos alle seine Treffen detailliert und anständig zu stenografieren. Und ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Bereich dauerhaft durch Soldaten des Reichsarbeitsdienst bewacht wurden. Also je höher
diese Funktionäre gestiegen sind, desto höher war natürlich auch die Angst, dass man unterwandert wurde. Und deswegen, ja, auch Stalin war später ja sehr unsicher, ob die Leute ihm auch gehorchten und ehrlich zu ihm waren. Und deswegen gab es innerhalb der russischen Armee viele, viele Säuberungen, wo hochrangige Militärs exekutiert wurden. Und das war auch ein Grund, warum die russische oder die sowjetische Armee erst so spät das Blatt wenden konnte. Schaut euch mal an, wie riesig das ist. Boah. Alles gesprengt. Wir werden hoffentlich noch im Laufe der Zeit erfahren, ob es durch die Deutschen beim Rückzug gesprengt wurde oder ob diese Russen die Anlage gesprengt haben, als sie sie übernommen haben. Kriegen wir bestimmt noch raus. Also Polen, ich war jetzt glaube ich schon 4 oder 5 Mal in Polen, ist eine meiner Lieblingsländer zum Reisen, weil A sind die Polen ziemlich nett. Darüber hinaus ist das Essen mega gut und günstig, die Hotels sind super und günstig und das Land ist einfach unfassbar schön. Und die gehen mit der Geschichte sehr offen um. Wie ihr seht, wir sind hier in einem Museum, wir haben Geld dafür bezahlt. In Deutschland wäre höchstwahrscheinlich so eine Anlage bereits abgerissen. Oder ja, nur mit einem Schild versehen, mit einer Dokumentationstafel. Aber hier hat man die Möglichkeit, Geschichte wirklich zu erleben. Kann sich Deutschland auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Denn die Geschichte, Leute, die ist ja passiert. Das können wir auch nicht gut reden oder vertuschen. Lieber drüber sprechen und offen damit umgehen, als zu sagen, nee, wollen wir nichts mit zu tun haben und die Gefahr zu haben, dass die Sachen sich vielleicht wiederholen. So, der Alessandro hat uns gerade eine wichtige Information gegeben. Es gab hier zwei Verteidigungsgürtel, einmal den inneren Gürtel und einmal den äußeren Gürtel. Und dieser wurde entsprechend mehr oder weniger bewacht. Und zwar insgesamt wurden 80.000 Minen verlegt. Leute, wo sind wir denn jetzt hier gerade drin? Ich weiß es doch nicht. Also, leider nicht viel zu sehen. Aber wir müssen natürlich jede Gelegenheit nutzen, um auch die entlegenen Räume zu erkunden. Weil vielleicht, und das haben wir ja schon in den Videos davor gelernt, gibt es noch irgendwo Relikte auf dem Boden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber wir haben schon häufig Sachen gefunden. In diesem Fall allerdings nicht. Vielleicht war es für Fahrräder. Schaut mal hier. Vielleicht war das der Fahrradkeller. Bitte? War nichts. Nein, nur ein leerer Raum. Dies ist der Bunker von Martin Bormann. Die Außenabmessungen sind 36 x 23 Meter. Und schaut euch mal diesen riesigen, diesen gigantischen Bunker an. Und der scheint mindestens mal von dieser Seite noch extrem gut erhalten zu sein. Heute komplett mit Moos überwachsen. Wir schauen mal, ob wir da auch reinschauen können. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Boah, Leute, guck mal, dieser riesige Betonblock ist da runtergekommen. Eine Maus. Ich hoffe, es ist eine Maus. Wir befinden uns jetzt im Bunker von Martin Bormann. Oh mein Gott, da gehen wir gleich mal rein. Aber erstmal schauen wir uns ein bisschen um. Hier wird es immer enger und immer enger.
alles. Alessandro ist jetzt oben. Ich bin gerade noch am Erkunden. Oh, hier ist komplett gesprengt, Leute. Aber dann werden wir jetzt mal gucken, wie wir da weiterkommen. Also ich habe gerade festgestellt, dass ich doch mal einen Marauder hätte mitnehmen sollen. So. Da gehen wir jetzt rein. Oh, das ist ein Notausgang. Das kann ich euch schon mal sagen. Nee, ist kein Ausgang. Das ist ein Hausanschlussraum. Hier vorne sehen wir die Steigeisen. Und hier scheinen Luft, Wasser, Heizung etc. zu sein. Seht ihr das? Wer weiß, ob wir hier noch was finden würden, wenn wir hier graben. Nochmal der Blick und raus. Hier ist noch der Rahmen und hier scheint noch eine Dreileiter gewesen zu sein. So, und im Hintergrund seht ihr, der Bunker sieht tatsächlich nur von dieser Seite heile aus. Der ist komplett gesprengt, wie ihr auch gerade von drin gesehen habt. So. Gar nicht so ungefährlich, deswegen gibt es auch überall hier die Hinweise. Boah, ich möchte nicht wissen, wie viele Tonnen Sprengstoff die reingebracht haben, um den Bunker zu zerstören. Also das war der Bunker von Martin Bormann, einer der wichtigsten Menschen im Dritten Reich und ein enger Vertrauter von Adolf Hitler. So Leute, vor uns ist direkt der Bunker von Adolf Hitler, die Nummer 13. Und wir haben gerade schon mal einen Blick riskiert. Es gibt mehrere Eingänge. Und ich war auch schon mal vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren drin. Aber es kommen gerade ein paar Leute. Und wir warten auf jeden Fall noch die Leute ab. Und dann werden wir gemeinsam in das Bauwerk reingehen. Hier geht es auch gerade runter. Ja? So, also der Bunker entstand 1941. Er bestand aus einem Stahlbetonteil des Luftschutzbunkers, wo Schlafzimmer sich befunden haben, sowie ein Teil, der aus Backsteinen und Stahlbeton, der als Arbeits- und Wohnraum diente. In diesem Teil des Bunkers war unter anderem ein Beratungsraum und Arbeitszimmer von Adolf Hitler lokalisiert. Der Bunkereingang wurde mit einer hölzernen Veranda versehen. Beim Umbau, der 1942 erfolgte, verzichtete man auf das Schlafzimmer im Stahlbetonbunker nicht. Neu war nur, dass in der Nähe von Adolf Hitlers Bunker eine Beratungsbaracke Haus des Führers gebaut wurde. Ein kleines, mit keramischen Dachziegeln überdecktes Bauwerk. Im März 1944 wurde der bestehende Bunker samt der Beratungsbaracke abgerissen und man begann mit dem Bau eines neuen Bunkers. Die Inbetriebnahme des neuen Bunkers erfolgte 1944 im November. Seine Abmessungen betrugen 67 x 38 Meter. Der Hauptbereich mit den verstärkten Wänden und Decken wurden unter anderem für Schlaf-, Badezimmer und Arbeitszimmer von Adolf Hitler vorgesehen. Interessant ist, Adolf Hitler lebte nur 12 Tage lang hier, nämlich vom 8. bis 20. November 1944. Nachdem er die Wolfschanze verlassen hatte, wohnte er bis zu seinem Tod im Bunker unter der Reichskanzlei in Berlin. So, wir sind alleine und
machen uns jetzt direkt auf den Weg in den Bunker. Zack, sind wir dann. Und gehen natürlich auch erstmal hier runter und gucken erstmal, ob wir hier auch wieder rauskommen. Bitte? Keine Ahnung, ob es einen richtigen Weg gibt. Ich sag dir Bescheid, wenn ich mich hier umgeguckt habe. Warte noch, bevor du kommst. So, hier ist Graffiti. Da vorne kommen wir auch rein. Schmutzig. Richtig schmutzig. Ah ja, brauchst nicht hier runter. Hier vorne ist auch noch Ausgang. Also hier vorne links kommst du rein. Leute, original Fliesen. Originale Fliesen. Gewesen zu sein. Also die Rüttelplatten unten, wo der Ruß rausgekommen ist. Bitte? Leerer Raum. Ja, ich such mal. So. Das ist fest. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Haben wir schon häufiger jetzt gesehen in letzter Zeit. Hier muss man wirklich mit seinem Kopf aufpassen. Das war alles mit diesen Faserplatten ausgestaffiert. Und da kann man auch noch durch. Auch hier wieder Fliesen. Oh. So. Scheint ein Fenster oder Kamin zu sein. Sieht aus wie, ist das Holz? Ne, das ist Metall. Ach, ein Kellerfenster könnte das sein. Ein Oberlicht. Das könnte ein Oberlicht sein. Und hier, schaut mal. Auch ein Oberlicht. Ein bisschen mehr Licht. Nur, dass ihr noch Orientierung habt, wo wir gerade sind. Also es gab ja viele, viele Bunker, die wurden gebaut und derjenige, für den die waren, war teilweise nie oder nur ganz kurz drin. Und hier aber noch die alten Kupferleitungen. Schau mal, die alten Kupferleitungen sind noch da. Ein altes Rohr. Und auch hier sind noch alte Rohre für Wasser. Wow. Spannend. Alter Pilz. Und hier geht es dann aber wirklich nicht mehr weiter. Noch Rohre. Sogar die Isolierung ist noch da. Ganz Kabel verdrillt. Oh, hier ein Starkstromkabel. Der Gesamtblick auf das Bauwerk und wir haben hier noch einen weiteren Eingang entdeckt, eine Original-Bunkertür. Die waren relativ schwachbrüstig, weil nicht die Türen haben das Bauwerk geschützt, sondern das Bauwerk hat sich in Summe selbst geschützt. Die Türen waren lediglich Glasdachtüren und wir befinden uns jetzt in dem Bunker von Adolf Hitler.
in der Wolfschanze. Und ihr seht, wäre draußen eine Bombe explodiert, hätte sie hier den Weg finden müssen und wäre hier gebrochen worden. Und das ist ja noch nicht der Eingang des Bunkers, sondern wir müssen hier nochmal um die Ecke rum und hier nochmal um die Ecke rum. Das bedeutet, die Druckwelle und die Splitter wären gar nicht bis zu diesem Bereich gekommen. Und auch hier, wie ihr seht, gab es nochmal eine Tür, die einmal natürlich die giftigen Gase abgehalten hat, aber natürlich auch die Druckwelle ein bisschen. Und wir befinden uns jetzt hier mitten in dem Eingang, wo Adolf Hitlers Bereich war, wo er gearbeitet hat. Unvorstellbar. Alles gesprengt, nicht mehr zugänglich. Aber er ist auf jeden Fall 12 Tage hier in diesem neuen Bauwerk gewesen und ist auch einige Male hier durch die Gänge gelaufen. Also Point of View für euch gerade, wo damals Adolf Hitler der Oberbefehlshaber der Armeen gearbeitet und gelebt hat. So, mal gucken, wie weit wir noch reinkommen in das Bauwerk. Ist auf jeden Fall wieder so locker 30 Grad. Es ist richtig heiß. Bin auch gut am Schwitzen. Deswegen freue ich mich gerade über die leichte Abkühlung hier in diesem Bunker. Und hier hat man einfach nur so lose Gitter draufgelegt. In Deutschland unvorstellbar. Auch hier noch das Originalgitter da unten. Und schaut euch mal an, wie viel Dynamit hier eingesetzt werden musste, damit man das sprengen konnte. Das war der zweite Zugang hier. Und der ist auch nicht mehr zugänglich. Komplett gesprengt. Da ist nichts mehr da. Die Frage ist, ob man die damals leer gesprengt hat oder ob vielleicht noch Sachen drin standen. So, und wir gehen wieder raus. So, hier gibt es auch noch mal einen Zutritt. Da muss man aber wirklich krabbeln, dass man hier durchkommt. Oh mein Gott. Oh, und wir sind gekrabbelt. Oh, yes, direkt Ende. Mal gucken, ob es sich lohnt, hier runter zu springen. Na, da kommen wir da vorne an. Lohnt sich also nicht. Und hier kommt man nach da unten. Lohnt sich also auch nicht. Da sparen wir uns. Oh, und wieder raus. So. Da sind wir hergekommen. Oh, da geht es auch nochmal runter. Komplett eingebrochen. Da gibt es auf jeden Fall so ein paar Krauchspuren, sehe ich. Sollte man immer mitnehmen, wenn man die sieht. Okay, hier geht es einfach nur noch raus. Leitungsdurchführung. Nicht mehr viel zu sehen. Und das schenken wir uns auch. Und da brauchen wir auch nicht runtergehen. Das haben wir ja gerade von da vorne. Ja? Nein? Nein? Riesengroß, Leute. Riesengroß. Das war der größte Bunker hier auf dem Gelände. Natürlich. Und auch hier seht ihr den Tarnanstrich an den Bunkeraußenwänden. Hier sind noch alte Kabel drin. Telefonkabel sind das. Telefonleitungen, um genau zu sein. Hier. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Oh, Leute, unvorstellbar. Bitumanstrich gegen Wasser, also gegen Regen, damit das maximal lange hält. So, Alessandro hatte gerade einen tollen Weg reingefunden, wo man wirklich tief in den Bunker eindringen kann. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Aber wir wollen natürlich erstmal hier unseren Weg vollenden. Wow. Man muss aufpassen, dass man nicht so ein Teil hier in den Kopf oder in das Auge rammt. Dann ist der Spaß relativ schnell vorbei. Auf Dauer.
So, wir haben den Kamin gefunden. Oder ich habe den Kamin gefunden. Schaut mal hier, das war der Kamin, das ist der Schlot, der ging nach oben raus. Bedeutet, das war hier der persönliche Anbau, wo Adolf Hitler dann gelebt hat und geschlafen hat. Der war aus Klinker und hier finden wir noch den Klinker. Also, lässt sich ziemlich gut rekonstruieren, obwohl hier massiv gesprengt wurde. Und hier haben wir noch einen Eingang. Ging ja direkt komplett durch. Gab mehrere Eingänge, wie wir gerade gesehen haben. So, ich hoffe mal, ich habe ihn richtig verstanden. Er sagt da durch und dann rechts runter. Ich bin mal gespannt, ob ich das finde. Oh. So, jetzt sind wir mitten in den Arbeitsräumen. Ah, hier meint er wahrscheinlich. Oder? Hier geht's ja nicht wirklich weiter. Oh, aber Leute, wir sind jetzt direkt in den Arbeitsräumen. Hier ist auch Ende. Vorstellen, wie riesig das ist. Farbe noch braun und grün. Leute, ich habe noch 23 Sekunden hier auf dem Timer. Das bedeutet, den Rest muss ich gleich mit dem Handy filmen. Natürlich wieder ohne Handschuhe und alles. Jetzt mit dem Handy weiterfilmen. Ich befinde mich jetzt hier mitten in diesem kleinen Verbruch. Ich bin komplett am Schwitzen, es ist so unfassbar anstrengend. Aber ich versuche hier wirklich jeden einzelnen Winkel zu erkunden. Ihr seht, hier ist kein Platz mehr. Nur die Taschenlampe passt dazwischen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier durchkommen und uns das restliche Bauwerk angucken. Bis gleich. So. Sind jetzt hier drin. Viel gibt es nicht zu sehen, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, den viele andere nicht gesehen haben. Ich zeige euch das mal. Also hier ist die originale Wandbemalung in Weiß. Man sieht es, glaube ich, ganz gut, damit man nicht so viel Beleuchtung benötigte. Da hinten, hier bin ich durchgegangen durch dieses kleine Ding. Und krabbel jetzt wieder da durch und wünsche euch erstmal viel Spaß. Ich erhole mich gleich draußen erstmal und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin wieder raus und wir haben hier noch einen Abgang gesehen oder entdeckt. Der ist auch verschlossen. Ich schau mal nach, ob wir da reinkommen. Wahrscheinlich auch wieder so ein Fahrrad-Ecke oder was auch immer. Ich guck mal eben. Da schmuggeln wir uns jetzt wieder durch.
Oh, das ist aber enger als gerade. So, der originale Türrahmen ist noch da. Unterstand für Fahrräder gewesen sein. Auch nicht ultra verstärkt. Das hier scheint gegossen gewesen zu sein oder worden zu sein. Hier sind auf jeden Fall keine Steine hinter, aber hier ist nur verputzt und es sind ganz normale Backsteine. Keine Inschriften, gar nichts. Leider auch keine Relikte auf dem Boden. Und hier ist noch ein zweiter Raum. Hier ist allerdings noch die so ein bisschen von der Tür zu sehen und das originale Schloss. Auch hier leider nur ein leerer Raum, baugleich. Sicherlich noch spannend zu sehen, hier ist ein sogenannter Tobruk, sprich ein MG-Gefechtsstand. Der wurde von unten von Männern besetzt und oben wurde dann ein Maschinengewehr 43 oder 34 drauf montiert und hat dann hier die Nachverteidigung sichergestellt. Davon gab es direkt zwei Stück und ich zeige euch mal, wie er von drinnen aussieht. Da standen die Männer dann und haben das MG bedient und hier ist direkt Adolf Hitlers riesiger Bunker in der Wurfschanze. So, und jetzt weiß ich auch, was das hier ist. Das ist ein Munitionsbunker und die Munition wurde dann hier rausgezogen und die 45 Grad angewinkelten, abgeschrägten Treppen, was auch immer das ist, dienten dazu, dass man die Munition hier relativ einfach nach oben buxieren konnte für die Maschinengewehre, für die Nahverteidigung. Das ist sicherlich nochmal richtig spannend, dieser Bunker. Leider weiß ich gerade nicht, um welchen Bunker es sich handelt. Die Gelegenheit nutzen wir noch mal hier reinzugehen. Alles dann ist noch am Telefonieren. Dann nutze ich die Gelegenheit, euch noch mal diesen Bunker zu zeigen. Installation aufgebaut. Die ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre lang hier. Ah, hier war der Funkraum. Wahrscheinlich. Ja, Morsecode sind das. Und hier waren wahrscheinlich die Gerätschaften aufgebaut. Leute, das ist der erste Bunker, der noch in einem richtig, richtig guten Zustand ist. Wo wir auch noch rein können und die Ausmaße von innen betrachten können. Oh, und hier war schon lange keiner mehr drin. Alles voller Spinnenweben. Und das wären wahrscheinlich die Kabeldurchführung gewesen drin hier. Von anderen Bauwerken, Träger, Überdruckventil. Leider ist meine GoPro leer, deswegen filme ich gerade mit dem Handy. Aber ich bin ehrlich zu euch, das iPhone 13 Pro macht echt sehr, sehr gute Aufnahmen. Wir können hier sogar noch weiter ins Bauwerk vordringen. Zurück. Ich habe nämlich noch was entdeckt. Das sparen wir uns jetzt. Genauso wie das hier. Oh, ich habe gerade echt ein bisschen Paranoia geschoben. Mit dem Licht und so weiter und mit den Geräuschen.
Aber es ist nur eine technische Anlage oder Einrichtung, die verdeutlichen soll, was hier passiert ist. Und hier ist sogar noch das Kabel. So. Offizieller Eingang. So, Leute, und so ähnlich sah damals die Baracke aus, wo das Attentat stattgefunden hat. Und die Fenster sind daran schuld oder mitschuld, dass die Explosion damals nicht richtig umsetzen konnte. Da vorne haben wir auch noch ein gutes Bauwerk, das werden wir uns auch noch anschauen. Und das sind die Garagen. T34-Ketten. Teile davon. Und hier Warschauer Aufstand. Auch ganz schreckliche Zeit. In Summe 200.000 Menschen umgekommen. Oh. Deutscher Panzer. Der Zustand ist jetzt nicht so überragend. Ketten fehlen. Selbst angemalt, hinten ist offen. Und Teile des Motors liegen hier noch drin. Die Kanone ist noch da, das ist natürlich schon spannend. Und obendrauf ein MG34. Wir können hier auch hochgehen und uns den Panzer von hinten anschauen. Ja, Mäki, du hattest recht. Hinten konnte man die Panzerwaffe dann raus und oben war nur verschraubt. Tatsächlich, Leute. Habe ich erst nicht geglaubt, aber irgendwie musste die Kanone ja gewartet werden. Und deswegen war der Panzer an einigen Stellen nicht nur verschweißt, wie ihr das hier sehen könnt, sondern auch verschraubt. So, sehr gut nachempfunden hier. Bekanntmachung. Alter Schrank. Eine Wohnung nachempfunden, draußen ist Warschau. Da hat man sich versteckt. Das sind Widerstandskämpfer, polnische, im Abwasserkanal. Man hat jede Chance genutzt, um sich zu retten, zu verstecken. So war damals wohl die Ausrüstung. Und hier MG34 zu erkennen an den Löchern. Das 43er hatte ovale Schlitze. Russisch oder polnisches schweres Maschinengewehr, MP44. Die 44 oder 34 oder 43 steht übrigens immer für das Jahr. So, Panzerfaust. Und hier ist ein alter Motor. Könnte ein Flugzeugmotor sein. Könnte auch ein Panzer, aber schwierig zu sagen. Ein alter Stahlhelm. Und hier Kabeltrommel. Originalbilder. Ja, damals wie heute. Vielleicht auch so ein Stück weit romantisch, bis
die ersten Kameraden in Fetzen liegen, womöglich. So, auf jeden Fall nochmal richtig gut hier drin gewesen zu sein. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Leute, da steht einfach ein Elch direkt am Straßenrand. Wie am Straßenrand, der ist über die Straße gelaufen. Der stand hier am Straßenrand. Unnormal, Riesentier. Ein Riesentier, der stand einfach hier. Ich dachte, das wäre ein so ein Wahrzeichen, weißt du? Mhm. Der stand einfach da und dann läuft er da hinten. Alter Schwede.